Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gründonnerstag. Seit alters her feiert die Kirche mit Gründonnerstag beginnend einen Gottesdienst, der über 3 Tage geht. Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu, es lässt sich nicht voneinander trennen. Wir feiern einen Gottesdienst, der mit Gründonnerstag beginnt und erst am Ostertag endet. Gründonnerstag, ein traditionelles jüdisches Festessen, macht Jesus mit seinen Jüngern. Das Gespräch, wie hat Gott uns gerettet, die Erinnerung an alte biblische Geschichten, an Erfahrungen, die uns noch immer tragen. Doch auf einmal kippt die Stimmung. Jesus sagt, einer von euch wird mich verraten. Und die bange Frage, die sich jeder der Anwesenden stellt, bin ich es? Die Frage, die auch wir uns immer wieder stellen, kann man sich auf mich verlassen? Kann Gott sich auf meine Treue, auf meinen Glauben, auf mein Handeln verlassen? Die bange Frage, die die Jünger beschäftigt. Und dann dieses Liebesmahl. Jesus sagt, ich schenke mich euch. Ich stärke euch, ich stütze euch, ich bin bei euch. Auch da, wo ihr weglauft, auch da, wo ich mich nicht auf euch verlassen kann, ihr könnt euch auf mich verlassen. Lasst uns beten. An diesem Abend, Jesus, Sohn Gottes, hast du dir Zeit genommen für die, die du liebst. Du hast sie beschenkt mit dem, was Hoffnung macht und Kraft gibt. Du hast dein Leben gegeben, ein Zeichen gegen den Tod. Wir bitten dich, schenk uns Vertrauen in deine Kraft, die über Grenzen hinweg ins Leben führt. Lass uns deine Begleitung erfahren, auch heute. Amen. Holz auf Jesu Schulter, von der Welt verflucht, war zum Baum des Lebens und bringt gute Frucht. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Wollen wir Gott beten, dass auf unserer Fahrt Friede unsere Herzen und die Welt bewahrt. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Ein festlich gedeckter Tisch. Hier kann man gut Gemeinschaft erleben. Hier kann man es sich gut gehen lassen. Und gleichzeitig macht dieser Tisch die Sehnsucht deutlich. Wir können im Moment nicht gemeinsam feiern. Es fehlt uns. Wir sind traurig und wir sind dankbar für Feste, die wir miteinander erlebt haben. Ein festlich gedeckter Tisch. Hört, was der Evangelist Matthäus über das gemeinsame Mahl Jesu und seiner Jünger schreibt. Das Evangelium für den heutigen Tag steht bei Matthäus im 26. Kapitel. Am ersten Tag der ungesäuerten Brote traten die Jünger zu Jesus und sprachen: Wo willst du, dass wir dir das Passahlamm zum Essen bereiten? Er sprach: Geht hin in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm: Der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist nahe. Ich will bei dir das Passahmahl halten mit meinen Jüngern. Und die Jünger taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte,
und bereiteten das Passahlamm. Und am Abend setzte er sich zu Tisch mit den Zwölfen. Und als sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Und sie wurden sehr betrübt und fingen an, jeder einzeln zu ihm zu sagen: Herr, bin ich's? Er antwortete und sprach: Der die Hand mit mir in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Der Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach: Bin ich's, Rabbi? Er sprach zu ihm: Du sagst es. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte, brach's und gab es den Jüngern und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. Um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung bitten wir. In Sorge, in Schmerz, sei da, sei uns nahe, Gott. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du ihn gibst. Um Einsicht, Beherztheit, um Beistand bitten wir. In Ohnmacht, in Furcht, sei da, sei uns nahe, Gott. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du. Um Heilung, um Ganzsein, um Zukunft bitten wir. In Krankheit, im Tod, sei da, sei uns nahe, Gott. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. Dass du, Gott, das Sehnen, den Durst stillst, bitten wir. Wir hoffen auf dich, sei da, sei uns nahe, Gott. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. Es wurde gegessen und getrunken, es wurde gelacht und geredet.
Aber irgendwann ist das Fest vorbei und die Wirklichkeit holt uns wieder ein. Schon beim Fest schimmert die Wirklichkeit durch. Wenn unser Versagen zur Sprache kommt, unsere Fehler, unsere Grenzen, wenn es auf einmal peinlich wird, irgendwann holt uns die Wirklichkeit wieder ein. Spätestens, wenn das Fest vorüber ist. Das Fest ist vorbei, aber was wir gegessen und getrunken haben, was wir erlebt haben, das bestärkt uns für diesen Abend und für die Zeit, die vor uns liegt. Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht und das Wort, das wir sprechen, als Lied erklingt, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht in der Liebe, die alles umfängt, in der Liebe, die alles umfängt. Wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt und die Not, die wir lindern, zur Freude wird, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht in der Liebe, die alles umfängt, in der Liebe, die alles umfängt. Wenn die Hand, die wir halten, uns selber hält und das Kleid, das wir schenken, auch uns bedeckt, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht in der Liebe, die alles umfängt, in der Liebe, die alles umfängt. Wenn der Trost, den wir geben, uns weiterträgt und der Schmerz, den wir teilen, zur Hoffnung wird, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht in der Liebe, die alles umfängt, in der Liebe, die alles umfängt. Wenn das Leid, das wir tragen, den Weg uns weist und der Tod, den wir sterben, vom Leben singt, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht in der Liebe, die alles umfängt, in der Liebe, die alles umfängt. Jesus sagt: Auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Jesus gab seinen Jüngern ein Geschenk mit. Er sagte:
das Brot, das ihr miteinander teilt. Wenn ihr dabei an mich denkt, dann bin ich mitten unter euch. Und wenn ihr gemeinsam aus einem Kelch trinkt, wenn ihr euch dabei an mich erinnert, dann bin ich bei euch und ihr werdet mich schmecken und spüren. Die Jünger verstanden es damals noch nicht. Aber später begriffen sie, wie sie von Jesus gestärkt und bestärkt wurden. Wir können heute nicht miteinander Abendmahl feiern. Der Kelch ist leer, die Patene, der Teller und die Büchse, die Pyxis, sind leer. Wir können heute nicht miteinander feiern, aber wir erinnern uns, wie oft wir miteinander Brot und Wein geteilt haben. Die Stärkung hat uns Jesus mit auf den Weg gegeben. Wir sind bestärkt von ihm. Und jetzt sind wir in der Sehnsucht miteinander verbunden. In der Sehnsucht, dass wir wieder Gemeinschaft haben können. In der Sehnsucht, dass doch das Leid überwunden wird. In der Sehnsucht, dass das Kreuz, dass der Kelch an uns vorübergeht, so wie es Jesus ausgedrückt hat. Er bestärkt uns, er schenkt uns seine Gegenwart, gestern und heute und morgen. Amen. Ich geh vor dir mit leeren Händen, Herr. Fremd wie dein Name sind mir deine Wege. Seit Menschen leben, rufen sie nach Gott. Mein Los ist tot, hast du nicht andern Segen. Bist du der Gott, der Zukunft mir verheißt? Ich möchte glauben, komm du mir entgegen. Von Zweifeln ist mein Leben übermannt. Mein Unvermögen hält mich ganz gefangen. Hast du mit Namen mich in deine Hand, in dein Erbarmen fest mich eingeschrieben? Nimmst du mich auf in dein gelobtes Land, werd ich dich noch mit neuen Augen sehen. Sprich du das Wort, das tröstet und befreit und das mich führt in deinen großen Frieden. Schließ auf das Land, das keine Grenzen kennt, und lass mich unter deinen Kindern leben. Sei du mein täglich Brot, so wahr du lebst. Du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete. Im Frieden Christi, betroffen von seiner unbedingten Liebe und im Vertrauen auf seinen Beistand beten wir und rufen miteinander: Herr, erbarme dich. Wir beten um ein waches Gewissen, um Bewahrung vor Schuld, um ein offenes, ruhiges Herz, um Verständnis für unsere Mitmenschen, um Hilfsbereitschaft und um Mut, für Wahrheit einzustehen. Herr, erbarme dich. Wir beten für unsere Angehörigen und Freunde,
hier und an anderen Orten, für die Menschen, die auf uns angewiesen sind, für unser Land und für alle Völker in der Welt, dass sich Gerechtigkeit durchsetzt und Frieden wird. Herr, erbarme dich. Wir beten für unsere Gemeinde und unsere Kirche, für die ganze Christenheit, dass sie über Trennung hinweg eins wird im Glauben, im Zeugnis, im Handeln. Beten wir für alle, die Hoffnung weitergeben, mitten in unserer unheilen Welt. Herr, erbarme dich. Beten wir für alle, die in Not und Schwierigkeiten sind und Hilfe brauchen, für die Hungernden, für die Kranken und die Verzweifelten, für alle Menschen, die den Tod vor Augen haben, beten wir, dass ihre Hoffnung größer sei als ihre Angst. Herr, erbarme dich. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus geht ins Dunkel hinaus, in den Garten Gethsemane. Einsam ist er, obwohl seine Freunde bei ihm sind. Er will beten und Gott nahe sein. Die Jünger bittet er, mit ihm wach zu bleiben. Sie schlafen ein, er muss sie wecken. Bleibet hier und wachet mit mir. Dreimal muss er sie wecken. Im Gebet bittet Jesus Gott: Lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst, so soll es geschehen. Jesus weicht nicht zurück. Er bietet den Rücken denen, die ihn schlagen, die Wangen denen, die ihn bespucken und beleidigen. Jesus vertraut Gott. Und er geht seinen Weg ins Dunkel. Der Knecht Gottes bleibt allein mit seinem Gott und geht den Weg zum Kreuz. Bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ. Ach, bleib mit deiner Gnade bei uns, du treuer Gott. Bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ, ach, bleib mit deinem